Moin Leute, herzlich willkommen zum zweiten Teil von Fortfahren im Fort zum Fjord zu fahren. Linus ist natürlich heute auch wieder dabei, weil es ist seine Karre. Linus hat einen neuen Helm, das habt ihr im letzten Video gesehen, aber ich habe es nicht angesprochen, weil ich es vergessen habe. Wir wollen heute in Teil 2 machen. Chicken Sandwich. Weil wir haben vergessen, euch im ersten Teil wichtige Features zu zeigen. Und was auch noch dazu kommt, die Karre zieht jetzt noch mehr nach rechts als vorher. Wir wissen nicht warum. Du findest es aber nicht schlimm, weil du dir jetzt ein neues Auto kaufen möchtest. Samstag wahrscheinlich. Samstag wahrscheinlich, ihr habt es gehört. Deshalb müssen wir jetzt nochmal die Situation ausnutzen und einen letzten Blick auf den Aal hier werfen. Möchtest du uns sagen, was für Upgrades du vorgenommen hast seit dem letzten Mal? Ja, also er zieht jetzt irgendwie noch mehr im 90 Grad Winkel nach rechts. Und irgendwie fährt sich extrem schwammig und ich höre so ein Knacken auf der rechten Hinterachse. Ich weiß nicht, ob das normal ist, aber ich verkaufe den, wer den haben will, 500 Euro ist euer. Er hat noch TÜV, bis dieses Jahr läuft TÜV ab, im Juli. Aber wir haben eine Warnweste, alles gut. Die Warnweste ist da. Cap. Der Sticker ist auch im Preis mit dabei, genauso wie der Spoiler. Carbon Fiber. Milfmobil, ja, zeig uns den Motor, den haben wir uns letztes Mal nicht angeguckt. Wir machen noch mal einen Soundcheck von hinten. Wo ist überhaupt der Auspuff? Ah, hier, okay. Ich sag dir ehrlich, wenn der weniger Schalldämpfer hat, dann würde schießen. Ich zeig euch das von außen, wie das Ding jetzt nach rechts zieht. Linus wird gleich einfach nur mit losgelassener Kupplung hier einen Kreis um mich rumfahren, beziehungsweise ein Kreis ist das nicht, das ist so eine Tropfenform. Die Strecke hier ist gerade. So Leute, ich stell mich jetzt hier hin, guckt euch das an. Es ist so gut. Leute, ihr wisst, der hat gerade nur losgelassene Kupplung gemacht. Und das Ding hat es von da vorne bis hierhin geschafft, an mir vorbeizuziehen. Da kommt er. Wir fahren jetzt ein bisschen durch die City. Wieder mal mit Motorradhelm unterwegs. Oh, stinkt. Das ist richtig. Anschnallen natürlich nicht vergessen. Heute fahre ich nicht, damit ich euch besser die Features zeigen kann. Ich glaube, das spricht für sich. Das Lenkrad fängt auch jetzt viel früher, viel heftiger an zu wackeln als damals, wo wir das Video aufgenommen haben. Ja, jetzt sieht man das auch, weil es ist hell. Ist einfach bescheuert. Junge! Ist einfach komplett beschissen. MIAK, das steht für aus Russland importierte AK-47 Kalaschnikow. Wir sind schon wieder wie die zwei Vollspasten mit Motorradhelm im Auto unterwegs. Aber das ist eigentlich ziemlich smart, weil mit dunklem Visier bei Sonne. Ja, stimmt, wir machen das nur, um unsere Augen zu schützen. Ich hoffe, man hat das gesehen. Ich mach's einfach nochmal. Oh, ah! Ich weiß, was du meinst mit, das tat weh. Ah. Sieht man das im Spiegel, wie ich den da so... Es ist so behindert. Ist das Vollgas? Ah, okay. Wollten wir uns nicht gerade küssen? Kick down. 50, 60, 70, 80, 90. Wie du das Lenkrad hältst, damit er noch geradeaus fährt. Es ist einfach 11 Uhr, Mann. Jetzt fängt es halt leicht an. Ich kann auch leicht vorne die Räder wieder anfangen. Boah, Alter, das fühlt sich gar nicht gesund an. An die ganzen Frauen, die mir gerade zugucken, falls ihr Interesse an dem Auto habt, meldet euch bei Linus. Ich wollte euch auch gerne mal eine Runde mitnehmen, einfach. Ja, das war jetzt 120. Das war ein unübersehbares Feature. Ich bin letzte Woche 160 gefahren. Das war gar nicht schön. Hast du noch was anderes? I'm a banana, I'm a banana. Look at that!
ist das? Was ist das? Digga, was ist das? An dieser Stelle hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und mit diesen Worten will ich mich verabschieden. Leute, haut rein. Bis zum nächsten Video. Und...